Okay, heute etwas anderes Video. Wir schauen uns heute den Speedrun von mir an. Macht zusammen. Ist hoffentlich ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir fangen direkt schon mal an. Und, so, wer nicht ganz weiß, was Speedruns sind, also generell was Speedruns sind, so Speedruns, ja, wird schon, denke ich mal, jeder wissen, so etwas, also ein Spiel meistens halt so, so schnell durchzuspielen, wie es geht, oder halt eine bestimmte Tätigkeit zu erfüllen. Hier ist es jetzt einfach Minecraft durchzuspielen, auf einem bestimmten Seed. Diesen Seed spielt man immer und da trainiert man halt so schnell wie möglich immer, halt den Enderdrachen zu besiegen. Hier sieht man halt, wie wir jetzt erstmal craften. Genau, man macht sich halt immer eine Pickaxe, eine Axt und eine Steinschaufel. Und dann braucht man halt Keys. Also um ehrlich zu sagen, Flint, damit man halt ein Netherportal anzünden kann. Sieht auf jeden Fall ganz stabil aus bisher. So. Dann nehme ich immer die Blätter mit, weil Blätter kann man fürs Nether und auf jeden Fall noch für ein End gut gebrauchen, weil man sich ja am End rüberbauen muss, halt zu der Insel. Ihr werdet das alles gleich sehen. Aber auf jeden Fall auf diese Speedruns könnt ihr auch selber machen, auf revinzeit.tv. Aber diese Speedruns kannst du dann nicht halt offiziell machen, so auf Speedrun-Seiten wie speedrun.com. Da werden die halt nicht gegeltet. So. Hier sieht man natürlich auch, wie wir die ganze Wolle mitnehmen, weil, also ich nehme immer 15 Wolle mit, weil wir müssen den Enderdrachen halt immer mit Betten töten. So. Du kannst den Enderdrachen nicht anders töten in so einer kurzen Zeit. Also mit Betten, mit den Explosionen von Betten, die halt, also wenn man halt in ein Bett geht in End, explodiert es ja, genauso wie im Nether. Und das macht den Enderdrachen halt auch gut Schaden, so. Ja. So, dann kommen wir auch gleich schon zum Lavasee. Sieht auf jeden Fall bisher, denke ich mal, ganz okay aus von dem Run. Hier setzen wir unsere Werkbank. Wir brauchen noch ein wenig mehr Fleisch, weil man braucht am besten halt so 2 bis 3 Fleisch, damit man halt genug Fleisch hat für das ganze Game und später bekommt man noch Brot aus Truhen. Hier seht ihr, wie wir jetzt ein Portal gießen. Ist eigentlich ziemlich schlau und schnell gemacht. Ja, irgendwie war ich bei dem Run nicht ganz so schnell mit dem Nether, aber ist auf jeden Fall schon ganz okay gewesen. In der Zwischenzeit, wo das Wasser fließt, kann man auch noch sich Betten craften. Ist auch nochmal gut für die Zeit. Und noch eine Sache, die ich vergessen habe zu sagen, ist: Rechts seht ihr die Zeit vom vorherigen Run, also wie ich mich halt sozusagen gesteigert habe zu meinem Best Run. Dazu war meine Bestzeit halt 12,55, das war jetzt nicht wirklich gut. Aber 12,55, das war einer meiner ersten Runs. So, hier sehen wir, ein Blaze von den 2 ersten Blazes hat eins gedroppt, eine Lohnroute. Wir brauchen insgesamt 2 Lohnrouten. Ja, aber das ist ganz okay. Hier hatten wir Luck, dass direkt mehrere gespawnt sind. Und der, genau, der hat eine Lohnroute gedroppt. Und dann konnten wir auch schon vor 4 Minuten aus dem Level rausgehen. Das soll ja auch ziemlich gut ist, also man sollte immer vor 4 Minuten aus dem Level raus sein, um eine anständige Zeit zu bekommen. Okay, das war jetzt unlucky, dass ich nochmal abgeschossen wurde. Ja, war halt unnötiger Time Waste, aber trotzdem noch ganz okay. Generell, ich hatte schon bessere Runs, aber der Run ist, finde ich mal ganz okay. Den kann man mal hochladen. Ich glaube, der Weltrekord liegt irgendwie bei 7 Minuten 16, glaube ich, oder 7 Minuten 20. Sind wir noch etwas weiter von entfernt, aber kann man auf jeden Fall mitnehmen, so einen Run. So, hier sieht man auch, wie wir nochmal die letzten Schneebälle mitbekommen haben. Schneebälle braucht man natürlich auch, um hier, wie heißen sie, diese Endkristalle halt mitzunehmen und die halt explodieren zu lassen, damit der Enderdrache sich nicht immer wieder neu regenerieren kann.
Und da muss man dann runter gehen für das Endportal. Aber hier sieht man es. Nimmt man sich sein Wasser mit. War da nicht ganz so fehlerfrei. Generell, wie gesagt, das war einer meiner ersten Runs, die ich gemacht habe. Und ja, lief nicht ganz so gut. Hier auch teilweise mit dem Wassersetzen auszusehen. Ja, auch hier, dass ich das Boot nicht instant gelootet hatte, weil ich keinen Inventarplatz hatte. Geht alles besser. Und ich habe auch einen Run noch aufgenommen, der ging 9 Minuten 10, also eine 50 Sekunden Steigung und eine 40 Sekunden. Aber den habe ich leider nicht auf Aufnahme, deswegen nehmen wir jetzt den. Aber sollte, denke ich mal, auch gehen. Und 9 Minuten 10 wäre, glaube ich, sogar in der Top-Liste, also in dieser, wie heißt es, in der Weltrangliste, wäre es, glaube ich, sogar Platz 14 oder Platz 15. Glaube ich, hier sind wir jetzt ins End reingegangen. Und ihr seht schon, etwas hochtauern. Hier immer aufpassen, dass der Enderdrache dich nicht runterkickt, weil der in diese Zeit gerne mal angeflogen kommt. Genau wie da. Und ab und zu kickt er dich halt runter, so. Das ist ziemlich öde. Genau, da ist er kurz gekommen, aber wir hatten Luck, dass wir nicht runtergekickt wurden auf einer Insel. So, hier seht ihr schon, wie ich mit dem Schneeball die Türme kaputt machen will, aber leider nicht treffe, lol. So, die Tower bekommt dann ziemlich schnell. Da muss ich gleich verstehen, dass man sich da hochtauern muss. Okay. Hier hätte er mich fast getötet, der Enderdrache. Aber hat noch alles funktioniert. Hier auch gut, dass ich ihn erstmal abgewehrt habe, weil hätte er mich einmal gehittet, wäre ich halt tot gewesen. Hier auch lucky gewesen. Hat generell, so ein Run hat viel mit Luck zu tun. Vorher bei den Blazes halt, dass sie instant was droppen, ist halt lucky. Dann im End, wie der Drache halt gönnt, wie er zu dir fliegt, ob er nicht zu dir fliegt, ob er zu dir fliegt und so. Das hat alles so viel mit Glück zu tun. Und ja, muss halt immer schauen. Also so ein Speedrun auf jeden Fall in Minecraft ist nicht immer nur Skill, sondern auch einfach nur Glück. Aber natürlich brauchst du beides, um einen guten Run zu haben. So, das ist der letzte Tower tatsächlich, den wir jetzt holen müssen. Ja, und da haben wir noch bekommen. Und jetzt als nächstes steht an Betten. Wir müssen den Enderdrachen nämlich mit Betten töten, halt, habe ich euch ja vorher schon erklärt. Und hier, ich weiß nicht, sehen wir es hier noch schon? Nee. Auf jeden Fall sollte der gleich angeflogen kommen und da werdet ihr gleich sehen, wie wir das mit den Betten gemacht haben. Generell, das wurde auch im Livestream gespielt, der Run. Könnt gerne mal auf twitch.tv/ganginghg vorbeischauen. Da gibt es hin und wieder Speedruns, aber auch andere Sachen. Könnt gerne mal vorbeischauen. Und wir sind auch Affiliate, das heißt, ihr könnt subben, lol. So, genau, hier kommt er, glaube ich, das erste Mal. Ja, perfekt. Dann seht ihr, man setzt einen Block, damit man selber kein Damage bekommt. Und man lässt halt das Bett explodieren, damit er Damage bekommt. Generell, die Betten waren da in dem Run nicht so gut platziert von mir. Hier ist er etwas blöde geflogen für mich, deswegen konnte ich kein Bett setzen. Dann machen wir die Betten. Ihr seht schon, wir machen nicht viel Damage, weil die Betten nicht ganz so gut gesetzt waren von mir und auch nicht so gut getimed waren. Aber irgendwie hatten wir am Ende doch noch Luck. Also ganz stabil. Ja, zum Beispiel das Bett hat fast die Hälfte seines Lebens weggemacht. Wenn man so gute Betten hat, dann läuft es auf jeden Fall schon mal gut. So, hier aufpassen, dass man nicht stirbt. Ein Herz nur noch. Müssen natürlich erstmal ein wenig regenerieren. Ich glaube, der Enderdrache ist gleich auch schon tot. Hier hatte ich aber noch zu wenig Leben, deswegen wollte ich jetzt erstmal nichts riskieren. Weil natürlich, wenn man stirbt, dann ist der Run halt direkt vorbei. So. Dann kannst du ja auch nichts mehr machen. Ich glaube, kann er hier wieder angeflogen? Ja, okay, da. Ja, okay. Okay, ich habe es tatsächlich riskiert mit dem Bett. Und perfekt, da haben wir ihn noch bekommen. Das war auch ein ziemlich guter Hit mit dem Bett gerade.
Und jetzt seht ihr es schon, ich habe mich eigentlich zu hoch gebaut. Nämlich kommt hier das Endportal und 9 Minuten 56 waren wir dann durch mit dem Run. Auf jeden Fall ganz gut. Lässt sich sehen. Ja, das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch irgendwie etwas gefallen. Ist halt ein wenig anders. Müsst halt sagen, wie ihr das findet. Also Jungs, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schaut bei Twitch vorbei. Ciao.